Ja, hallo, noch ein weiteres Video, noch eine kleine Zugabe zum Thema Zielgruppenvalidierung. Wenn du IT-Experte bist, Softwareentwickler, auf geht's. Und zwar ist es häufig so, dass IT-Softwareentwickler, so war es ziemlich heiß hier, mal kurz ausziehen, Softwareentwickler es völlig unterschätzen, dass wenn sie ihre Zielgruppe letztendlich validieren wollen und solange sie noch quasi abhängig sind von sogenannten Personaldienstleistern, ich kürze mal ab mit P, Recruiting Agencies, RA, dass sie, solange sie hier noch abhängig sind, keine Chance wirklich haben, ihre Zielgruppe eigenständig zu validieren. Hier kommt sogar noch ein weiterer Punkt. Wenn sie glauben, dass sie über die Aufträge, die sie gewinnen, durch Personaldienstleister, Recruiting Agencies, ihnen Möglichkeit gibt, ihre Zielgruppe indirekt zu validieren, dann sind sie meistens hier fehl mit ihrer Annahme. Denn die Aufträge, ja, die du über die Recruiter bekommst, sind ganz anderer Art letztendlich, oder andersrum gesagt, die Aufträge, die du dir direkt, ja, über den Kunden holst, vom Kunden holen könntest, mit zum Beispiel Hilfe wie mir, meinen Methoden und Techniken über Direktmarketing und Vertrieb, sind nochmal ganz andere Art. Ne? Das ist also quasi nochmal der Scope, also letztendlich die Art der Tätigkeit, ja, die du dir hier holen kannst. Ne? Also eher zum Beispiel Trainings und sowas. Ne? Personaldienstleister und so weiter vermitteln in der Regel nicht so gerne Trainer. Ja? Also hochpreisige Geschichten, ja, wo du am Tag 3.000 Euro, Pfund oder Euro oder Dollar Tagessätze und mehr verdienst. Ja? Also ich habe noch keinen Recruiter oder Personaldienstleister gesehen, der sich zum Beispiel auf Vertriebstrainer oder Vertriebsberater spezialisiert hat. Ne? Weil das Geschäftsmodell dann nicht mehr funktioniert von denen, ja? Weil die sind ja auf Masse und nicht so sehr auf Klasse. Ja? Okay, das sollte ich noch ganz kurz hinzufügen. Dann sehen wir uns im Termin hoffentlich sehr bald. Ansonsten Video kommentieren und auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Da kommen noch wirklich coole Videos, künftig richtig geile Tipps. Also wir sehen uns auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann, tschüss.